Dann werden wir jetzt in den Untergrund gehen und Team Rocket ein zweites Mal auf den Arsch schauen. Das erste Mal hier, dieser Vorstand, der war nicht allzu stark. Da hatten wir keine großen Probleme mit. Der zweite Kampf wird bestimmt etwas schwieriger. Deswegen gehen wir auf jeden Fall jetzt ins Pokémon Center, weil unsere Pokémon geschwächt sind und Gyarados ja besiegt wurde. Denke ich mal, können wir das mal ruhig machen. Und wir müssen sowieso raus in den Untergrund. Wahrscheinlich da, wo wir die Kleidung bekommen hatten. Von Team Rocket. Da ist nämlich der Untergrund. Da würde es Sinn machen. So, erstmal wieder Pokémon aufladen. Dann gucken wir mal, wenn ich dann nach vorne setze. Ich glaube, es sollte Gary nicht nach vorne gesetzt werden, sondern erstmal Dragoran, wollte ich schon sagen. Dratini, 29, genau, hatte ich richtig in Erinnerung. Ein Level noch, dann entwickelt es sich zu Dragonir. Und es ist am niedrigsten, von daher sollte es doch ein bisschen wieder aufgelevelt werden. Logischerweise. Ich habe überlegt, vielleicht gehen wir ja Mogelbaum einfach in die Pokémon-Pension oder so. Oder ein anderes Pokémon, was ich im... Ja doch, Mogelbaum vielleicht. In dieser Zeit machen wir eigentlich fast nichts. Kann ich hier eigentlich das Wasser be... Oh, geht sogar. Dann surfen wir mal. Und werden angefallen. Da vorne geht's lang. Da kann man, glaube ich, zu Fuß nicht lang gehen. Vielleicht finden wir noch ein sehr wichtiges Item. Wer weiß. Also, eine sehr wichtige Attacke, meine ich. Kann ja unter Umständen sein. Ein Tentacher ist hier. Eigentlich bringt die Angel ja nicht ganz so viel, oder? Also man fängt damit auf jeden Fall... Oder vielleicht ein Sterndu kann man damit angeln. Mal gucken. Mal sehen, was hier ist. Okay, 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 okay. Hier ist ein Ball und dann geht's weiter nach unten. Ein Nugget gefunden. Sehr gut, das können wir verkaufen. Und einen weiteren Wert hat es nicht. Einfach nur, dass man es halt verkaufen kann. Und dann können wir uns davon, was weiß ich, Carbon holen oder sonstiges. Dadurch werden wir unsere Pokémon auf jeden Fall auch noch deutlich verbessern. Aber dazu haben wir noch relativ viel Zeit. Denn erstmal wird dann später vielleicht wichtig sein, noch einen Hyperball, ein paar Hyperbälle oder... Oh, Flucht gescheitert, okay. Wickel. In der ersten Generation eine ganz, ganz blöde Attacke. Und Flucht unmöglich tatsächlich. Okay, ist ja merkwürdig. Na gut, ach, wegen Wickel jetzt wahrscheinlich. Okay, Drachenwut. Blubstrahl, nicht sehr effektiv. Kriegen wir hier schon Schaden rein, flitzig, KP hat Tentacher auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Und ich glaube, Surfer würde es auch überleben. Weil die spezielle Attacke echt schwach ist. Also setze ich nochmal Drachenwut ein. Säure. Alter, da haben wir noch nicht mal einen Trainerkampf gemacht und ich kann gleich nochmal ins Pokémon Center gehen. Egal, vielleicht erreichen wir ja Level 30, aber 33 sind nicht ganz so viele Erfahrungspunkte. Da unten geht's wieder weiter. Ah, ist interessant. Ich habe damit gerechnet, dass jetzt irgendwie eine Sargasse ist. Obwohl, war ich hier schon mal ein Gold? Ich glaube schon. Oh nein, kann ich fliehen? Sehr gut, geht. Alter, das gibt's ja nicht, wie man hier angefallen wird. Aber für so eine kleine Passage würde ich auf jeden Fall keinen Schutz opfern. So, mal gucken, was wir hier finden. Oh, was? Ein Dreierkampf? Das gibt es, glaube ich, nicht. Von daher wird es ein Doppelkampf. Wenn überhaupt, ja. Und dann nochmal ein Einzelkampf wahrscheinlich. Hey, Augenblick mal, was willst du hier? Ich möchte, ich habe mich verlaufen. Das hilft mir aber nicht mehr. Ass-Trainerin Lola und Ass-Trainer Else. Goldini und Sterno, beide haben noch zwei weitere Pokémon. Da würde ich mal tippen auf Golking und Starmie. Oh, ich habe Gary hier. Ja, ich war ja nicht darauf vorbereitet, dass es hier ein Doppelkampf wird. Wobei, bevor ich reingerannt bin, hätte ich ja nochmal tauschen können. Das sieht ja richtig fail aus. Das sieht ja richtig fail aus. JD ist ja total in Gary drin. Mann, Mann, Mann. Ja, Drachenwut auf... Ich glaube, Sterno hat nicht so viel KP wie Goldini.
Drachenwut auf. Ne, da kann ich, glaube ich, ich das mal bis ein. Auf Goldini, bam. Physische Attacke, stark. Aber Goldini überlebt noch. Sternschauer. Auf beide. Und JD setzt Drachenwut ein. Wobei ich hätte auch alles auf einen Pokémon machen können. Wäre vielleicht sogar besser gewesen. Hornattacke. Das schreckt also nicht zurück. Das wird in der Regel... Doch, es wird Goldini killen. Aber Gary trifft es ja, glaube ich, nicht, ne? Dann setze ich mal die schwache Windhose... Ach, auch beide, okay. Windhose! Sterno weg. Und Goldini weg. Vielleicht sollte man eigentlich auf ein Pokémon erstmal alles drauf zielen, sodass er dann am Ende auch nur noch ein Pokémon hat. Wäre besser gewesen, in diesem Fall ist es jetzt aber egal. 261 und... JD erreicht Level 30. Schwache Werte wieder. Gary nochmal 261. Jetzt setze ich Surfer ein. Und treffe tatsächlich... Was? Das ist ja wohl schwachsinnig. Wieso treffe ich den dann auch dadurch? Seit wann ist das denn? Oder wurde er irgendwie ausgewählt? Vorhin hat er ja... geblinkt, das Feld, wenn ich Surfer einsetze. Ne, Gary wird davon auch getroffen, okay. Das ist ja interessant. Aber bei Sternschau wird der andere nicht getroffen, oder was? Kann Gary nicht mitsurfen? Okay, er kann die Attacke zwar nicht, aber... Naja, gut. Das heißt, Surfer fällt schon mal definitiv weg. Starmie sollte jetzt vernichtet werden, auf jeden Fall. Ich setze mal bis auf Starmie ein. Könnte sehr effektiv sein. Weil eigentlich ist es ja Wasserpsycho, oder nicht? JD fast K.O. Bis sehr effektiv, natürlich. Damit ist Starmie nicht weg, aber Drachenwut killt ihn. Man kann auf jeden Fall in ferner Zukunft keinen Donner mehr irgendwie einsetzen auf irgendein Pokémon von mir. Gary natürlich super anfällig. Golking setzt Hornattacke ein, wieder gegen Gary. Und das heißt, JD bleibt ja gleich vorne. Weil ich glaube, die wird sofort angreifen, da können wir nichts mehr machen eigentlich. Drachenwut auf Golking und Biss auf Golking. Vielleicht ein Volltreffer, vielleicht aber auch nicht. Drachenwut, das ist auf jeden Fall der K.O. Jetzt auch für Golking. Beide Trainer sind besiegt. Wahrscheinlich kommt jetzt noch eine Trainerin, die ist vielleicht genauso stark. Was hatten wir denn? Golking und Starmie. Was kenne ich noch für Wasser-Pokémon? Garados wohl eher nicht. Lamus vielleicht, Austos vielleicht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, JD entwickelt sich. Zu Dragonir, die Vorentwicklung von Dragoran und Weiterentwicklung, wer hat es gedacht, von Dratini. Allerdings noch mit einem einzigen Typen, und zwar Typ Drache. Kann, glaube ich, kein Fliegen erlernen. Meine ältere Schwester wird mich schon rächen. Du passt besser auf, was du tust. Meine Schwester ist echt stark. Oh, sie ist, das ist wohl die da unten. Und wir können doch noch die Pokémon tauschen, das ist sehr gut. Die hatten bisher nur Wasser-Pokémon eingesetzt. Heißt also, ich bringe mal lieber Thunder nach vorne. Ich habe das Gefühl, dass die dritte im Bunde... Du warst gemein zu meinen kleinen Schwestern. Auch ein Wasser-Pokémon mindestens hat. Mal gucken, wie viele Pokémon es sind. Es sind zwei. Es ist Mushas und damit wird das zweite Pokémon Austos tatsächlich sein. Ich glaube, hohe Verteidigung. Ich weiß nicht auch, ob die Spezialverteidigung auch hoch ist. Wäre ja in diesem Falle wichtig oder war Donnerschlag doch eine physische Attacke? Auf jeden Fall Donnerschlag. Nee, Donnerschlag war physisch, stimmt. Sehr gut, wir erreichen auch mit Thunder Level 33. Das ist supidupi gut. Drei Spezialangriff, sehr gut. Nur die Initiative bleibt halt wirklich auf der Strecke liegen. Ah, könnte Thunder nur Gegenstoß erlernen, wäre das richtig cool. Das verdoppelt sich ja, wenn der nicht anfangen darf, der Angriff. Gut, dann setzen wir mal Donner ein. Ich glaube, Donnerschlag wird es überleben. Stachler schwächt, glaube ich... Ach ne, weiß ich nicht. Okay, stand da nichts. Auf jeden Fall dürfte Austos Donner nicht überleben. Sehr, sehr gute Attacke. Spezialangriff ist ja auch gut. Somit fast schon, kann man sagen, eine kleine Vierfachschwäche ist es natürlich nicht, aber
fühlt sich wie eine an, weil die Attacke so stark ist. Nein! Edna, ich kann nicht verlieren. Gleich bricht sie aus, ne, die Edna hier. Du bist zu stark. Ich hatte keine Chance. Hier, das hast du verdient. Energiekraut? Die Frage ist immer, tut mir leid, dass ich dich aus einem... Ich meine, Energiekraut ist ja das, dass die Attacken sich nicht aufladen müssen. Im Grunde genommen lädt sich Fliegen da nicht auch irgendwie auf. Da müsste ja das bei Fliegen auch so sein. Dann würde ich nämlich Fliegen doch eventuell... obwohl Dragoran hat schon Surfer. Fliegen ist eine physische Attacke, ne? Hat 95% Stärke. Oder 90. Tja, das ist die Frage. Sonst hätte man ja Surfer. Was hat man noch? Überstrahl eher nicht, glaube ich. Das ist ja danach aufladen. Darauf ist das, glaube ich, nicht bezogen. Ah ja, jetzt habe ich einen kleinen Fehler gemacht, egal. Solarstrahl auf jeden Fall. Ja, mir fällt gerade keine weitere Attacke ein, für die es günstig wäre. Aber momentan haben wir die nicht, das heißt, das ist erstmal unwichtig. Aber wir haben ein paar Kämpfe mitgenommen, das ist auf jeden Fall nicht schlecht. Auch gerade in hinsichtlich jetzt des Team Rockets, welches wahrscheinlich unten nochmal stärker ist als oben auf jeden Fall. Wäre unlogisch, wenn es andersrum wäre und wenn es gleich wäre, glaube ich auch nicht unbedingt. Die haben sich bestimmt schon verbessert. Haben vielleicht jetzt alle schon Golbat, ein Radikal haben sie sowieso alle. Ein Slimog vielleicht. Manche, die Wissenschaftler, vielleicht ein Magneton. Gut, gucken wir mal auf Pokémon und dann gucken wir mal, wen wir reinsetzen. Oben JD natürlich. Sieht jetzt alles geiler aus. 30 noch. Fire dann auch bald wieder. Gary kann dann auch wieder. Ich glaube, ab 32 kann er dann Eiszahn erlernen. Eine physische Attacke, also auch eine Attacke, die er behalten muss. Sage ich mal. Alter, das sieht ja richtig fett aus, ey. Ha. Ja. Gut. Dann gehen wir mal hier runter. Ne, hier zwischen war das. Wir hätten auch von oben reingehen können. Alles klar, Team Rocket. I'm ready. Ready to fight. Ah, du schon wieder. Diese schwarz bekluffteten Damen und Herren von Team Rocket scheinen ja sehr beschäftigt zu sein. Das hat mich neugierig gemacht. Sagt bloß, ihr wollt sie euch vorknöpfen. Ihr seid wirklich äußerst mutig. Wenn ihr so weitermacht, wird das legendäre Poké... oho, das habt ihr jetzt aber nicht gehört. Wir sehen uns wieder. Steht es irgendwie mit dem legendären Pokémon in Kontakt? Keine Ahnung. Spirituelle Art und Weise vielleicht. Oh, die ruft schon wieder an, ey. Xanthos verwendet den Kelleröffner. Die Tür ist nun entriegelt. Oh, wo geht es hier rein? Ich bin gespannt. Es geht noch weiter tiefer. Alles klar. Jetzt sind wir im wirklichen Untergrund. Team Rocket. So schnell wie das Licht. Verlaufen? Erzähl das deiner Mama. Sobald du mir unter die Augen kommst, bist du nur noch eins. Opfer! Junge! Digga, ey, was laberst du, ey? Ich bin nicht... Oh, doch, ein Ratzfatz. 27 ein Ratzfatz? Ah, alles klar. Alles klar. Ratzfatz, was hältst du von Drachenwut? Eine Attacke, die immer nur 40 hat, sieht das Problem. Ich habe keine physische Attacke, wo JD ja super stark ist. Hyperzahn. Ein ordentlicher Treffer schon. Surfer, das müsste eigentlich alles abziehen. Tiefschlag. Dadurch darf man, glaube ich, auch automatisch immer angreifen zuerst. Surfer. Ratzfratz ist besiegt. So, wie viel Erfahrungspunkte bekommen wir? 328, okay. Rocketrüppel. Du hast dich wohl... Du hältst dich wohl für ganz cool, was? Vielleicht. Okay, alles klar. Stehen geblieben. Das vorhin die dazu, dich zu verunsichern. Ich dachte, wenn ich dir dann folgen würde, ich diesem Siegfried über den Weg laufen. Aber er lässt sich einfach nicht blicken. Na, was soll's. Ist ja egal. Mit wem ich anfange, dann räume ich dann eben dich aus dem Weg. Oh my goodness. Really? Xanthus vs. Po, aber wir haben noch viele Kämpfe vor uns. Und Po hat ein volles Deck. Golbat als erstes. Das ist nicht ganz so gut, sage ich jetzt mal. Da wäre Ampharos bzw. Thunder really, really better. Agility. Windschnitt. Schnittige Attacke auf jeden Fall. Agilität. Hui, hui, hui.
Damit können wir noch viel ausgleichen. Ich hoffe, wir dürfen anfangen. Jawohl. Drachenwut. Hoffentlich wird's ein Volltreffer. Windschnitt. Ei, Volltreffer. Ja, das ist klar, dass es an K.O. geht. Na gut, dann würde ich sagen, setzen wir mal Thunder in den Kampf. Donnerschlag, dann ist Golbat schon mal besiegt. Dürft natürlich nicht anfangen. Agilität hat unser Pokémon bestärkt, aber nicht das andere irgendwie vermindert. Da wäre Baumwollsaat zum Beispiel die Gegenseite. Ist ja auch stark runtergehend an die Initiative und wir schlagen uns selbst. Nochmal Donnerschlag bis. Jetzt können wir auch noch zurückschrecken. Aber es ist paralysiert, sehr gut. Schon mal super. Ich habe doch, glaube ich, so eine Genesattacke noch. Gucke ich mal gleich. Unter meinen TMs. Müsste da irgendwie noch eine sein, die so ähnlich ist wie Genesung. Aber war das Käfer? Das wäre für Butcher vielleicht nicht schlecht. Muss ich mal gleich gucken. Auf jeden Fall ist Golbat besiegt. 1098 Erfahrungspunkte. Sehr gut. Oh! Der Imperator kommt. Ich habe noch nicht mal einen Tornoptuell. 32, heißt mein Feuer entwickelt sich auch bald schon. Imperator, nimm das! Fuchtler. Ein schwacher Treffer, nicht mal verwirrt. Donner trifft. Und er ist besiegt. Richtig heftig gut. Sehr gut. Hast du gut gemacht, Thunder. Den Imperator besiegt. Den ich gerne Imperator nenne, weil Imperator sich irgendwie blöd anhört. Ganz schwache Attacken auf, ganz schwache Werte gerade wieder bekommen. Das sieht nicht gut aus irgendwie. Ladevorgang, Ladung, Stoß. Es ist eine spezielle Attacke, hat 80 Stärke. Anwender greift mit Elektrizität an, jedes im Kampf befindliche Pokémon an, Paralyse eventuell. Donnerschlag, 75 Stärke. 80, Spezial. Ja, Donnerschlag, I would say... Ich habe so viele Donnerattacken, das ist echt blöd irgendwie. Naja, auf jeden Fall Ladungsstoß. Mal gucken. Ich hoffe nicht, dass es irgendwelche Nachteile hat. Alpollo kommt als nächstes, da setze ich dann natürlich Gengar ein. Das heißt, er wird auch bald einen Gengar haben, also müssen wir doch noch auf eine Person achten, die einen Gengar hat. Hat er ja damals beim 4. Orden gesagt, oh, jetzt kommt bestimmt keiner mehr mit Gengar. Aber da habe ich Poe vergessen. Ich dürfte eigentlich anfangen, glaube ich, und Spukball sehr effektiv. Alpollo definitiv K.O. Also wenn es das überlebt, weiß ich auch nicht. Nein. Das kann es nicht überleben. Und wir bekommen 810 Erfahrungspunkte, das ist nicht ganz so viel. Sneebel. Was ist das denn? Warte mal, das ist, glaube ich, so eine Katze. Weiß ich, ob es vielleicht ein Problem gegen Feuer hat. Also das ist so ein... Nee, was war denn das? Ah ne, das ist... Ach, so ein Unlichtding, glaube ich. War es nicht so ein Unlichtviech? Sieht aus wie Unlicht, so wie Finte und sonst was. Finte, ja, ja. Das war das Viech, genau. Wobei, es sieht komplett anders, als ich es mir vorgestellt habe. Alter Mann hat das viel abgezogen. Flammenrad. Sehr effektiv. Okay, okay. Das ist interessant. Dann ist es doch irgendwie Pflanze oder was? Müssen wir eigentlich überleben jetzt, Finte. Hat nämlich nur 39 abgezogen. Oh, das war jetzt schwächer. Wahrscheinlich Finte war, wenn er getauscht hat oder so. Wird das nochmal verstärkt. Sehr gut, wir haben Sneebel besiegt. Sind definitiv Level 32 und hoffentlich bekommen wir hier mal richtig gute Attacken. Nicht Flammenrad und Glut und Rauchwolk und Ruckzuckieb. Also das ist nichts, was ich hier gerade so habe. Oder ich entwickle mich auch gleich. Könnte es auch sein. Oh, Magnetilo, da bleibt Feuer gleich mal drin. Wobei Magnetilo anfangen darf und ich K.O. gehe. Es sei denn, er nimmt Metallsound oder Donnerwelle. Das wäre aber ziemlich dämlich. Ich glaube, er nimmt schon... Oh, ich darf anfangen? Welches Level ist er denn? 28 nur? Okay, das war einfach. Wobei ich ja einen Pokémon verloren habe. Muss man leider sagen. Und ein zweites fast dazu. Wie ist das möglich? Wie konnte ich nur verlieren? Ich hatte doch alle starken Pokémon und ich habe mich nicht zurückgehalten. Wie kann das alles so sein, wie es ist? Und?